Da sind wir auch schon wieder und wir machen uns jetzt mal zu zweit Hallo. auf den Weg Richtung blaues Biom, während der gute Peter nach einem super Spino sucht. Oder zwei, drei. Stimmt. Also im Moment bin ich noch beim Holzfarmen, habe gerade einen Lystrolustig gefunden, den ich noch mitnehmen will. Ein Was? was? Ein Lystrolustig. Also ein Ein Lystro. Lystrosaurus. Okay. Also das sind die Viecher, dass wenn du die gezähmt hast, Ach, Levelviecher. kannst du die streicheln, ne? Und dann kriegen die Dinos drumherum EP. Genau, das sind die Level-Dinos. Ja. Hieß bei uns auch erfolgreich Levely. Levli. Ja. Die Animation ist immer ganz Dazu putzig. fällt mir irgendwie die Serie Leverage ein. Leverage? Sagt mir nix. War Sagt das mir gar nix. Leverage? Nee, überhaupt nicht. Ja, auch nicht. Kein, hast du Schilder gelernt? Bilder? Nee. Weil wir könnten mal, dann lerne ich es mal eben, wir könnten nämlich mal Den Weg beschildern. den Weg beschildern. Ja, Fasern, Holz und Stroh. Zipline. Dass man weiß, dass wir die Seile besser finden. So. Ja, gut. Lystro lustig. Glaub mal, so ein Ankylo. Das sieht ja richtig witzig aus. Wo siehst du hier ein Ankylo? Oben rechts. Oben. Ach, lol, okay. Kann es sein, dass wir am Seil schon vorbei sind? So. Ja, locker. War das links oder rechts? Aber ich weiß gar nicht, ob das so sinnvoll ist, dass ich einen gescheiten Spino suche, weil ich habe gerade gar keinen Gleitanzug. Das ist gut. Wieso Ja. brauchst du einen Gleitanzug für den Spino? Um Ja, den wegzukommen. brauche ich nicht, aber ich fühle mich jetzt nicht so sicher, weil ich habe in der letzten Folge ja leider meinen Ravager verloren. Was ist Wo er damit passiert? weggeknuspert wurde. Wo ist das Ja. scheiß Seil? Ohne Scheiß, ey. Peter, hast du. Wo hast du das Seil hingemacht? Auf dem Boden. Ja, ah, okay. Hilft dir das jetzt? Total. Freut mich. Oder war es doch am Ende hier? Bei dem, ich bin ja unheimlich froh, dass dieser Lystrolustiger ja so schnell ist. Ah, hier ist es, hier ist es. Oh, wir brauchen unbedingt ein Schild. Ich hab grad. Hast du Holz und so drin? Nein. Pro Fasern? Fasern 6. Ja, nee. Okay. Ach nee, nicht du schon wieder. Bist du schon unten? Ja. Ist da mit seinem Level 26 da? Ich muss so einen ekligen Wurm da killen. Oh, die sind so widerlich. Aha. Oh Mann. Aber geben gut Zitin. Dieses Das stimmt Kopfkino wohl. immer. Mit dem Wurm? Ja. So, darf ich hier kurz eben Stroh farmen? Ja, vor allem mit der Aussage, diesen ekelhaften Wurm. Fass Naja, ihn ich nicht rede an. Fass ihn nicht an. da. Ich rede da nicht. Ich rede ja nicht von meinem Wurm, ne? Den finde ich nicht eklig. Okay. Freut mich. Findest du deinen etwa eklig? Könnten wir das Thema vielleicht mal wechseln? Warum? Hast du keinen Wurm? Er fühlt sich beschmutzt vielleicht. Also ich weiß nicht, was ihr von Würmer redet, aber bei mir ist das immer noch ein Boa Constrictor. Eine kleine Würgeschlange. Okay. So, ich möchte noch kurz die Schilder eben fertig machen. Oder ein paar zumindest. Jo. Ich suche schon mal Mach das du nächste mal. Seil. Das nächste Seil ist gleich hier am anderen Seil dran. Echt? Ja, kennst du den Weg nicht mehr? Nein. Es gibt Menschen, die sind relativ schnell vergesslich. Aha. Gibt Menschen, die haben halt keinen Orientierungssinn und zu diesen Menschen gehöre ich Hier ist leider. das Seil. Oh. Vorne? Ja. Alter, dieser Da! Lystro lustig, ne? Ja, ich mache jetzt hier. Ja, nein, das ist. Nein, das ist das Seil, mit dem wir runtergekommen sind. Oh Mann. Du hast sogar extra eine Leuchte hier hingeschmissen. Lass mich in Ruhe. Okay. Ach da, Oh, oh das Gott, oh sei Gott, oh immer Gott, oh da. Gott. So, ich gehe noch extra noch mal kurz hoch, ganz schnell, um das Schild oben noch zu befestigen. Ganz ehrlich, ohne solche Ravagers wärst du dich komplett aufgeschmissen. Ja, die sind super, die Viecher. Ja gut, spätestens mit dem Rock Drake
Ne? Ja, aber Rock Drake ist ja. Ja, kann der überhaupt so viel tragen, der Rock Drake? Das weiß ich gar nicht. Keine aber, Ahnung. Aber Rock Drake ist ja mal so dermaßen Late Game, ne? Boah, was heißt Late Game? Du hast ja gesehen, die Nameless sind jetzt kein Problem. Licht aus, dann kommen welche, die bringst du um, dann hast du schon mal das Gift. Genau. Und wenn du das Ei hast, mit so einem Ravager mal eben abhauen, das ist ja jetzt nicht so schwer. Die Frage ist, mit dem Ravager da so relativ schnell dran zu kommen, das ist so die Sache. Also du musst relativ weit runter. Deswegen benutzen die Leute eigentlich Spinos, weil du musst, glaube ich, runter ins lila Biom. Also in die Verseuchung. Ja. Okay. Da brauchst du schon, also so ein High-Level-Spino wäre da schon recht angebracht. Im Idealfall zu zweit oder zu dritt sogar. Okay. So, jetzt muss ich kurz überlegen, wo hier das... Ich glaube, das war auf der Seite des Seil. Hier hinten irgendwo. Ja, auf der anderen Seite ist es. Ah. Das ist ein Aufwand, nur für diesen Lustro lustig hier, ey. Oh, Ravengers. Hau sie um! Immer schön Rechtsklick. Oh. Level 42 Rudelführer, na toll. Okay. Mal nehme das Schwert. Ja, da kommt der Schaden. Schön. Das ist auch schön. Man nehme das Schwert in die Hand und da kommt der Schaden. Der schöne Pelz für den Teppich. Das Seil. Ich hab's doch von hier aus gesehen. Wo ist es denn? Auf komm, das ist so lustig. Ah, hier. Komm her. Aber ich muss sagen, also die Färbung von dem Vieh ist echt geil. Ach Gottchen, ja. Das, ja, war, siehst das, das war das ganz Schlimme. Ja, wo du von links genau irgendwie. Ja. So. Had it. Du hast ein Spino? Ach nee, du hast das Listo-Ding. Ja, ist so lustig. So, hier kann man ja auch schon was rauskriegen, ne? Wie war das? Wir sollten auf jeden Fall das Licht einschalten wegen der Nameless. Ja. Weiß gar nicht, was. Was killt man auf dem Ding eigentlich? Ja, eigentlich nur Gesundheit. Der Rest ist ja völlig egal eigentlich. Soweit ich weiß, ja. Ich weiß gerade bei dem Viech gar nicht, was überhaupt. Ob das überhaupt Sinn macht, den zu leveln. Keine Ahnung. Aber ganz ehrlich, die haben eh so wenig Leben. Selbst wenn du da 10 Stufen Leben rein investierst, ja, das Ding verreckt eh. Aber das. Darüber finde ich jetzt auch nicht unbedingt so sinnvoll. Ich weiß gar nicht, wie schnell da das, die EP tickt. Wie überhaupt. So. Das andere ist hier, glaube ich. Dann gerade nicht so aktuell, deswegen bin ich ein bisschen verwundert. Wo ist denn eigentlich unser Dirty Chorus? Der muss doch hier irgendwo rumrennen. Uah! Oh oh. Schrei mich nicht an. Gibst du noch? Ja, irgendwie ging die Leertaste daneben. Wo ist denn unser Dirty? Wie sind der eigentlich nochmal? Dirty? Joshua! Dominic! Nee, der Dirty Chorus, der Stein und der Steinhauer. Boah, Alter, gerade noch hochgekommen, ey. Da, renn da rum. So, warte mal, Hier fehlt Stroh, okay. Ich muss noch mal ein paar Schilder machen. Na dann. So, hier müsste schon Metall sein. Jawohl. Also von wegen, der wandert nicht weit, ne? Davon mal abgesehen, ne? Ja gut, es ist immer eine Frage der Definition, für wen es weit ist. Das stimmt allerdings. Ne? Für den Dödel ist es nie weit. My home is my castle, oder wie war das? Ja, so ähnlich, ja. Aber der müsste gut mit Stein voll sein, oder? Mhm. Fast 1000. Ja, siehst du. Er hat sogar mehr als 1000. Mit dem Ankylo kannst du das leider nicht machen. Der macht es leider nicht. Stimmt. Die Flint Machine. Jawohl, eben. Metal Machine.
Apropos, Stein schmeiße ich wieder raus, ne? Ja, ich hab das auch. So, theoretisch müsste hier irgendwo wieder ein Seil sein. Was ist hier noch Dings? Ach ne, hier kommt ja noch mehr. Ah, richtig. Oh. Kennt irgendwer ein gutes Bergmannslied? Hey Zwerge, hey Zwerge, hey Zwerge, ho. Hey Zwerge, hey Zwerge, go, go, go. Mann? Also bei, bei Peter, da gibt es so ein spezielles Lied, wo die Leute immer abstimmen. Das stimmt. Das hören nur leider meine Zuschauer nicht. Musst mir sagen, wie es heißt. Ja, das, du weißt ja, wie das so ist, ne? Ach so. Die Geschichte wieder. Wir können auch einfach selber singen. Aber ich glaube, das will ich keinem antun. Ja. Was, hast du schon mal negative Zuschauerzahlen gehabt? Noch nicht, aber wenn ich singe schon. Aber wir können dran arbeiten. Also, ne? Oh. So, wo war jetzt. Oh je. Wow, ich stehe kurz vor Level 70, das finde ich ja schön. Wo hat das denn hin? Hier? Doch, hier! Ha! Das Film. Oh. Ja, ja, das muss ich erstmal finden, ey. So, jetzt kommen wir wieder in den gefährlichen Bereich, müssen wir aufpassen. Ich sehe schon mal keine Gefahr. Versuche dran zu denken, Daniel. Oh, da ist ein Scheißefresser. Hm? Hier rechts ist ein Scheißefresser. Das ist ja ekelhaft. Ja. Oder nee, doch nicht. Nee, das ist ein Lystro. Der sah aber fast so aus. Naja. Ja, von Weitem. Mit viel Fantasie, ne? hier geht's weiter. Hier wird's auch noch weitergehen. So. Ja, wir können auch mal da lang gehen. Wie wär's, wenn wir erstmal das Eisen hier abbauen? Ja gut, nimm erstmal das, was links neben uns ist. Oh, da war eine Explorer-Note. Ah ja. Kein, hier ist direkt eine Explorer-Note, wo ich stehe. Na, warum nicht, ne? So. Ja, gut, die habe ich wohl schon. Ich hätte dann gleich endlich hier... Level 70, juhu! Hallo! Ich muss vor allem herausfinden, warum ich nicht mehr level, das ist echt kacke. Ja, ja, ich auch nicht mehr. Beziehungsweise, du kriegst schon EP, aber die sind so... dermaßen gering einfach nur. Ja, mein Pfeil wird nicht voller, also da passiert einfach nix. Mach doch mal Tab auf, also dein Inventar, guck doch mal, ob du mehr EP dazu kriegst. Ja, ich krieg mehr EP dazu, aber das Problem ist, die EP, die ich brauche, ist für Level nicht 76, was ich bin, sondern für Level 80. Deswegen bin ich so weit weg. Echt? Also ich denk mal, sobald ich eine Stufe hab, bin ich dann das Level, was ich auf dem anderen Server bin. Verlauter Ablenkung. Kann so sein, ja. Ja, das da rein, das da rein. Lass uns doch mal hier rüber. Wäre ja praktisch, ja, wenn du da irgendwann mal hinkommst. Ja, das ist halt nur einfach weit, weit weg. Weit, weit weg. Kein, wir haben hier noch ja, ich probiere ja auch gerade das nächste Level zu ercraften, ey. Das ist so mühselig. Juhu! Ich hab hier unsankbare Level 70 endlich erreicht. GZ? Gibt's irgendwas Besonderes? 70? Ich weiß gar nicht mehr. Okay, ich glaube, das waren alle Kristalle, die ich jetzt hier so sehe. Okay, wo wolltest du lang? Was ist das? Was ich interessant finde, ist, dass der hier... Rechts. Aber lass mal hier kurz lang, das sieht irgendwie ziemlich interessant aus hier gerade. Ja, okay. Also die EP sind auch extrem gering, was du da jetzt... Nach vorne läuft immer irgendein Fleischfresser. Was er da oder? Kriegt, keine Ahnung. Naja, gut. So. Siehst du, was es ist? Ne, ich sehe nur eine Boa und eine. Geradeaus jetzt. Ja, ja, Megalosaurus ist das. Ein Level 4er, aber. Eigentlich könnte ich unseren Joshua ja auch mal zurückziehen, ne? Ja, könntest du. Dass der mir mal folgt und dann kann er ja von vorne wieder anfangen zu sammeln. Hatten wir nicht rechts auch noch einen Weg gehabt, irgendwie mit dem Seil, hier so?
Ja, den wollte ich vorhin gehen und dann wolltest du den anderen Weg gehen. Achso, ja, ich wollte mal hier rüber. Ja, ist okay. Aber ich finde, das sieht hier alles sehr. Komm her in die Base. Alter, hier ist alles mit Krabben voll, das ist ja übel. Da ist eine Bohr übrigens. Und hier ist blauer Stein. Ja, hier gibt's Metall. So, dann brauchen wir nicht mehr zu folgen. Oh. Ich kümmere mich um die Bohr. Okay. Wobei ich mich halt frage, wenn man eine relativ große Base hat, ne, und du diesen komischen Nachwachsdünger baust, ne? Ja. Und du quasi so deine Ratte und so ein Dödikurus, ne, wenn du den dann auch frei laufen lässt, dann sammeln die doch die ganze Zeit, oder? Bei der Ratte weiß ich nicht, ob es funktioniert. Aber theoretisch, ja. Ja, ne? Wie viel Platz hast du noch? Noch gut. Gut. Okay, dann. Ich habe 263 von 600. Ja. Okay. So. Ah, jetzt noch ein bisschen Kristall. Mal den mal leer hier. Was der Peter will. Ich muss sagen, das sieht so mega schick aus. Ja, das ist auch Buch. Was denn? Ja, allgemein, dass dieses ganze Biom hier unten, das blaue. Das stimmt allerdings. Da unten sind Ravenger, die kann auf uns zukommen. Und meine Leuchte ist gerade ausgegangen. Wo denn? Unten runter quasi. Na gut. Joshua fängt wieder von vorne an zu sammeln. Gut, also gehe ich jetzt mal. Nameless. Flint sammeln für weiteres Zündpulver, bevor ich jetzt hier großartig was anderes mache. Warte mal kurz, nicht so schnell. Weil dafür ein Ankylo schon echt Bombe wäre. Jetzt geht's wieder. Für was? Feuersteine zu sammeln. Ja, aber ganz ehrlich, bei der Geschwindigkeit, da gehe ich lieber selber los. Da kommt auf den, halt kommt auch den Nahkampfschaden von dem drauf an, ne? Ja, gut. Boah, darfst du dabei ja nicht vergessen. Was? Boah, so ein bisschen. Okay, ich zieh's Schwert. Also ich meine, wenn ich jetzt mal so sehe, wie rein, langsam ich hier Feuerstein sammle, das dauert auch eine halbe Ewigkeit. Gut, muss natürlich auch sagen, ich habe auch erst ein Level jetzt in Nahkampfschaden gesetzt, ne? Das darf man natürlich auch nicht vergessen. Ja gut, das ist ja nichts. Ja. Im Übrigen, Dossi, wie ist es denn eigentlich, ne? Also ich meine, für den einen oder anderen, der vielleicht so seinen eigenen Server hat, könnte das ja auch interessant sein, ne? Was denn? Wie heißt denn diese komische Einstellung hier bei Servern, dass die Dinos so bunt werden? Weil wenn du das ja so standardmäßig lässt, hast du das ja nicht. Weißt du das aus dem Kopf? Ich hab da nichts eingestellt. Das finde ich cool. Die Färbung kam rein, als dieses Weihnachten quasi kam. Also kann es wahrscheinlich sein, dass man diese Events anstellen müsste. Das kann mit den Events zusammenhängen, ja. Was geht's? Wo bist du hin? Ach doch noch. Hier witziges Los gewesen. Ich bin hier geblieben. Komm mal mit runter, das musst du mir mit angucken, das sieht echt schick aus. Einen Moment, lass mich noch eben das Zeug zu Ende sammeln. Oh. Beziehungsweise reinpacken. Wo bist du denn? Hier bin ich. Komm mit. Da ist noch eine Boa gerade. Ja. Hier ist Blumenfeld da vor uns, das sieht doch sehr interessant aus. Nee, da. Da kannst du mal reinlaufen. Was machen die denn? Ja, was sollen sie machen? Leuchten? Nein! Ich dachte, das ist sowas. Oh, hier ist ein Frosch. Oh, ein Frosch. Die Zementmaschine. Nee, Quatsch. War das der Frosch? Frosch war die Zementmaschine, glaube ich. Ja, da hüpft er rum, hier ist noch ein Tausendfüßler. Oh, Strahlung! Okay. Gut, dann hat sich das erledigt mit dem Frosch. Also ich bin auch relativ gut voll. Oh Gott.
Was läufst du schon wieder mit Licht, ohne Licht rum hier? Ja, meine Lampe ist wieder ausgegangen. Ja, das passiert halt zwischendrin, ne? Ja, lass uns mal zurückgehen, Kain. Jo. Such das Schild. Gott, ich spreche hier unheimlich viel Flint, den ich sammeln Schild, ne? müsste, ey. Ach stimmt, such die Liliane. Oh, hier so ein Metall. Warte mal kurz, das können wir noch mitnehmen. Save me. Aber denk dran, nicht, dass du schwer wirst, ne? Ja, eben. Nö, alles gut bei mir noch. Mein Ravager ist noch mehr als so grundentspannt. Ih, es bespuckt mich. Okay. Da das Metall ist. Da ist die andere Liliane. Ich glaube, wir sind hier. Der Seite. Ah ja, hier hinten ist sie. Könnten wir eigentlich mit unserem Stego, auch wenn mir das total widerstrebt hier. Das ist ein Lader hier. Hat denn der für ein Lader? Ja. Ja, ich nehme so wenig ab, weil ich nicht richtig rankomme, aber irgendwie funktioniert's. Ah, jetzt. Oh. So, jetzt habe ich alles das gemacht, aber eigentlich nicht das, was ich in dieser Folge eigentlich tun wollte. Das finde ich total cool. Spino zähm. Ja, oder überhaupt einen zu suchen oder irgendwie so generell irgendwas in der Richtung. Das, Ah, jetzt hat ich hau auf meiner immer noch rum. Ach so, das sind zwei, lol. Also jetzt komme ich so langsam in die Grenze, glaube ich, wo er dann schwerer wird. Deswegen, also ich sammle jetzt ja nichts mehr ein. Ich mach jetzt nur das Stein raus, warte kurz. Ja. Und dann, ja, ich hab wo, was noch leveln. Lügend auf jeden Fall. So, da. Toll. Jede Menge Grütze gesammelt und ein Schuss, was ich eigentlich haben wollte. Das ist toll. Also wir kommen gut mit Materialien. Ja. Sehr gut. Und deinen Gleiter könntest du theoretisch schon bauen. Weil wir ja Metall vorhin gesammelt haben. Ah. Ne? Okay. So. Rechts kommt eine Note drunter. Eine Note? Du meinst mein Gleiter darf ich schon bauen, weil Metall da. Jo. Na, was ist drin? Gut, dass du es im Übrigen erwähnt hast. Da hätte ich ja schon längst mal eigentlich doch ein Spino suchen können. Ja. Aber gut, ist jetzt halt so. Will ich den jetzt wirklich an die Gili-Rüstung packen? Andererseits überhitze ich da nicht mehr. Du kannst, Tipp von mir, du kannst den Gleiter jederzeit abmontieren. Ah, okay. Dann ist er dufte. Na gut, aber ich würde sagen, da könnten wir uns vielleicht zusammen mit Ravenger dann auf einen Spino-Suche begeben. Kurze Zwischenfrage, oder einen neuen Ravenger holen erstmal. Für dich. Wäre vielleicht auch nicht verkehrt, ja, bevor wir jetzt Spinos oder je nachdem, was wir finden, würde ich sagen. Wunderbar. Im entsprechenden Level. Ne? Das würde ich so mal sagen. So. Wir kommen auf jeden Fall jetzt nach Hause und dann würde ich einfach sagen, wie es weitergeht, ne? Das wisst ihr da draußen, ja. Bis zum nächsten Mal. Jo, tschüss. Tschüss.